Ich begrüße dich herzlich zu meinem Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du heute wieder hereinschaust. Mein heutiges Thema lautet Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck in der Metalltechnik. Es geht also um Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck. Ja, ein rechtwinkliges Dreieck, das heißt, das Dreieck hat einen 90-Grad-Winkel. Hier habe ich so ein Dreieck gezeichnet. Wir müssen natürlich jetzt vorher nochmal die 90-Grad-Winkel kennzeichnen. Das macht man mit einem Bogen und einem Punkt. Ja, hier ist ein 90-Grad-Winkel. Wenn ihr da ein Geodreieck gegenhaltet, dann werdet ihr das sehen. Ja, die Winkelfunktionen besagen, die Sinus Alpha ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Und ihr seht, bei Cosinus Alpha steht Ankathete durch Hypotenuse. Ja, aber was ist denn jetzt eine Gegenkathete, eine Hypotenuse und eine Ankathete? Das müssen wir uns hier am Dreieck erstmal anschauen. Also, ich muss erstmal gucken, wo ist der Winkel, der gegebene Winkel oder den ich berechnen möchte. Und daraufhin, ich habe ihn jetzt hier Alpha genannt, kann ich dann die anderen Längen bestimmen. Die Seite, die gegenüber vom rechten Winkel liegt, die längste Seite, das ist die sogenannte Hypotenuse. Ich kürze sie gerne mit HY ab, wie ich es auch hier gemacht habe. Hypotenuse HY. Die Seite gegenüber von dem gegebenen Winkel, die nicht die Hypotenuse ist, das ist meine Gegenkathete. Ich kürze sie, wie das Wort schon sagt, mit GK für Gegenkathete ab. Die Seite, die nicht die Hypotenuse ist, aber auch am Winkel liegt, das ist die Ankathete. So, und nun verstehen wir hoffentlich auch die Winkelfunktion. Also, der Sinus Alpha ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Das heißt, wenn ich diese Seite durch diese Seite nehme, die Längen sozusagen, A durch C bzw. GK durch HY. Der Cosinus Alpha ist die Ankathete durch die Hypotenuse. Ankathete war B, Hypotenuse ist C. Der Tangens Alpha ist die Gegenkathete durch die Ankathete. Gegenkathete ist A durch Ankathete ist B. A durch B. Und der Cotangens, ich habe ihn extra eingeklammert, weil der ist gar nicht so wichtig. Der steht zwar teilweise in Formelsammlungen drin, und zwar der ist deswegen nicht so wichtig, weil man sieht, der Cotangens von Alpha setzt sich zusammen aus Ankathete durch Gegenkathete. Ja, Ankathete ist B, Gegenkathete ist A. Aber diese gleichen Längen im Verhältnis habe ich natürlich auch beim Tangens Alpha. Also ist der nicht nötig, sondern alles, was ich mit dem berechnen kann, kann ich auch mit dem Tangens berechnen. Hier ist nun eine Eselsbrücke. Ich kann natürlich diese Verhältnisse, die wir eben gerade besprochen haben, jederzeit auch in einer Formelsammlung nachschlagen. Aber da muss ich erstmal die Seite finden, wo es steht. Ja, ich mache das so. Wisst ihr, wenn man nach Hamburg fährt, ich komme ja aus Norddeutschland, und dort prüfen will, ob eine Hamburger, der dort lebt, wirklich ein Hamburger ist, dann sagt man zu ihm Hummel, Hummel. Und da muss er dann, wenn er es wirklich ist, dann sagt er ganz schnell Most, Most. Ja, Most, Most ist auf Niederdeutsch der Hintern. Das könnt ihr mal prüfen. Man kann sich auch merken, haha, für Hansestadt Hamburg. Also, ich merke mir immer Gaga, Hummel, Hummel, AG. So, und jetzt schreibe ich das Gaga auf dem Bruchstrich, das HHAG unter dem Bruchstrich. Und dann weiß ich, dass dieses Verhältnis Gegenkathete durch Hypotenuse der Sinus von Alpha ist. Das heißt, wenn ich mir einen Taschenrechner vornehme, wir lesen ja in Deutschland von links nach rechts, erscheint auf dem Taschenrechner erst der Sinus, dann der Cosinus, dann der Tangens. Der Cotangens, wie ich eben schon erwähnte, der steht auch nicht auf Taschenrechnern drauf, aber das wäre dann der letzte. Also, ich habe erst den Sinus, Gegenkathete durch Hypotenuse,
dann den Cosinus vom Alpha, das ist Ankathete durch Hypotenuse, dann den Tangens von Alpha, das ist Genkathete durch Ankathete, und den Cotangens von Alpha, das ist Ankathete durch Genkathete. Ja, und wenn ihr jetzt nicht so viel mit Hamburg zu tun habt, dann könnt ihr euch auch diese Redewendung merken. Gaga Hühnerhof AG. HH steht dann hier für die Hypotenusen. Das ist die zweite Möglichkeit. Also Gaga auf dem Bruchstrich geschrieben, HHAG unter dem Bruchstrich geschrieben. Um die Winkelfunktion richtig einsetzen zu können, ist es wichtig zu erkennen an einem Dreieck, wo denn jetzt die entsprechenden Längen sind. Das heißt die Gegenkathete, die Ankathete und die Hypotenuse. So, ich habe jetzt deswegen hier die Vorübung. Trage die Bezeichnung Genkathete, Ankathete und Hypotenuse an die rechtwinkligen Dreiecke. Ich lege jetzt mal fest, hier soll einmal der Winkel Alpha sein, dann soll hier da der Winkel Alpha sein, hier soll der Winkel Alpha da sein und hier nachher da. So, das heißt, ich habe also jetzt hier bei diesem grünen Dreieck hier den Winkel Alpha. Ich mache mir dann erstmal bewusst, wo ist der rechte Winkel? Da ist der 90 Grad Winkel, also der rechte Winkel. Dann ist gegenüber vom rechten Winkel die Hypotenuse HY. An dem Winkel dran die Länge, die nicht die Hypotenuse ist, die Seite des Dreiecks, die nicht die Hypotenuse ist, ist die Ankathete. Ja, und gegenüber vom Winkel die Seite, das ist die Genkathete. So, und jetzt könnte ich entsprechend, wenn bestimmte Sachen gegeben sind, damit rechnen. Schauen wir uns das braune Dreieck an. Auch hier habe ich hier einen 90-Grad-Winkel. Dann ist die Seite gegenüber von meinem 90-Grad-Winkel die Hypotenuse. Abgekürzt mit HY. Gegenüber von dem Winkel Alpha, die Seite ist die Genkathete. Ja, und die Seite, die nicht die Hypotenuse ist und auch am Winkel liegt, das ist die Ankathete. Schauen wir uns nun das schwarze Dreieck an. Da soll hier der Winkel Alpha sein. Wir erkennen schon, hier ist der 90-Grad-Winkel. Die Seite gegenüber von dem rechten Winkel ist die Hypotenuse. Also ist das die Hypotenuse. Die Seite des Dreieckes, die an dem Winkel liegt, aber nicht die Hypotenuse ist, ist die Ankathete. Die Seite, die gegenüber von dem Winkel ist, ist die Genkathete. Ja, nun kann man auch Aufgaben haben später, wo man dann zum Beispiel ein Parallelogramm hat, hier das rot gezeichnete, und man kennt den Winkel und möchte zum Beispiel jetzt die Höhe des Parallelogramms bestimmen, das wäre hier die schwarz gestrichelte Linie. Auch da kann man dann die Winkelfunktion verwenden. Wobei man in diesem Fall natürlich noch eine Seite kennen müsste, entweder die Stückchen oder das Stückchen, um die berechnen zu können. Also, wenn ich jetzt mir dieses Dreieck mit der schwarz gestrichelten Linie und diesen zwei roten entsprechenden Seiten angucke, dann ist die Hypotenuse, da hier ja dann ein 90-Grad-Winkel ist, gegenüber von dem 90-Grad-Winkel. Die Seite, die an dem Winkel dran liegt, wäre die Ankathete. Und die Seite, die entsprechend jetzt gegenüber von dem Winkel liegt, ist die Genkathete. Kommen wir nun zu Aufgabe 1 der drei Aufgaben zu Winkelfunktionen in der Metalltechnik. Berechne den Anschnitt des Bohrers, der einen Spitzenwinkel von 118 Grad und einen Durchmesser von 50 mm hat. Ja, hier habe ich jetzt mal den Bohrer vereinfacht gezeichnet. Das ist ja die Bohrerspitze. Der Anschnitt ist die Länge von der Spitze des Bohrers bis dorthin, wo er den eigentlichen Durchmesser hat, wo der eigentliche Querschnitt ist, bezogen auf die Symmetrieachse. Der Spitzenwinkel ist der Winkel,
der die Spitze des Bohrers beschreibt. Ich hätte ihn hier eintragen können, aber ich habe es, damit es besser sichtbar ist, hier eingetragen. Also, gesucht ist also der Anschnitt LS. Ja, wie komme ich nun da drauf? Hier, wenn ich genauer hingucke, sehe ich, habe ich ein rechtwinkliges Dreieck. Von dieses rechtwinklige Dreieck, da habe ich bereits hier da den 90-Grad-Winkel eingetragen. Wenn der gesamte Winkel der Spitze 118 Grad ist, da es ja symmetrisch ist, ist ja ein Rotationskörper, ist natürlich hier jetzt die Hälfte des Spitzenwinkels, also 118 geteilt durch 2, 59 Grad. Die Länge will ich wissen. Die kenne ich nicht, aber die hier, die kann ich noch ermitteln. Und zwar ist das die Hälfte des Durchmessers des Bohrers. Also 50 halbe. Ja, aber das sind natürlich 25 mm. Das entspricht also dem Radius der Querschnittsfläche des Bohrers. So, jetzt muss ich mir bewusst werden, was ist denn jetzt alles gegeben? Wir haben diese Seite, das war der Anschnitt. Das entspricht ja entsprechend der Seite, die am Winkel liegt, aber nicht gegenüber vom rechten Winkel. Das heißt, es ist nicht die Hypotenuse, also ist das die Ankathete. Und ich habe hier gegenüber vom Winkel die Gegenkathete. Damit weiß ich aufgrund meiner Eselsbrücke, Gaga, Hummel, Hummel, AG. Ich habe die Gegenkathete und die Ankathete, also das ist ja der Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens, also ist der Tangens. Also schreibe ich mir jetzt erstmal auf. Kommen wir so zur Rechnung. Tangens, ich gebe dem Winkel jetzt einen Namen von Alpha, ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Ja, jetzt passe ich das an meine Aufgabenstellung an. Das heißt, dieser Winkel Alpha ist ja gegeben. Die Gegenkathete wäre in unserem Fall jetzt dann die Hälfte des Durchmessers meines Bohrers. Deswegen habe ich groß D halbe geschrieben. Und die Ankathete ist ja mein Anschnitt LS. So, jetzt setze ich alle meine Werte ein, die ich habe. Die halbe hatte ich ja hier schon ausgerechnet, da der Bohrer ja 50 mm im Durchmesser war, habe ich natürlich dann 25 mm. Also kommt dann raus, Tangens, unser Winkel sind ja die 59 Grad, Tangens von 59 Grad, ich klammer es mal ein, damit bewusst ist, dass man davon den Tangens bildet, ist gleich 50 halbe, waren ja 25 mm, geteilt durch den Anschnitt LS. Ja, und diese Formel muss ich jetzt noch umstellen. Ich möchte ja LS haben. Das heißt, ich muss jetzt einmal mal LS nehmen. Dann kommt daraus Tangens von 59 Grad mal LS ist gleich 25 mm. Ja, aber ich möchte ja LS haben, also muss ich jetzt noch durch den Tangens von 59 Grad teilen. Dann ergibt das LS ist gleich 25 mm geteilt durch den Tangens von 59 Grad. Das tippe ich in Taschenrechner ein.
Und das ergibt dann genau 15,02 und noch etwas. Dieses 15,02 runde ich ab auf 15 mm, also ungefähr 15 mm. Das heißt, der Anschnitt beträgt also 15 mm. Schauen wir uns in Aufgabe 2 an. Gegeben ist ein Festlager, auf das eine Kraft F von 6000 Newton unter einem Winkel von 30 Grad wirkt. Berechne die Kräfte Fx und Fy. Ja, genau das kann natürlich auch im Laufe der Ausbildung vorkommen. Das nennt man dann das Thema Auflagerkräfte berechnen. Wir haben jetzt hier die Kraft F, die 6000 Newton sein soll, und die wirkt mit einem Winkel von 30 Grad auf dieses Festlager. So verdeutlicht man das. Ja, als erstes muss ich mir jetzt bewusst werden, wo verlaufen die Kräfte Fx und Fy. Schauen wir uns die Lösung an. Dafür habe ich jetzt bereits mal eine Zeichnung gemacht. Das heißt, wenn das hier meine Kraft F ist, ist die Kraft, die dorthin wirkt, und zwar die horizontal verlaufende, ist die Kraft Fx. Und diese Kraft, die vertikal verläuft, ist die Kraft Fy. Da Kräfte ja als Vektoren dargestellt werden, kann ich auch jetzt diesen Fall hier parallel verschieben und habe dann hier ein Dreieck. So, dieses Dreieck hat hier einen rechten Winkel. Den habe ich bereits eingezeichnet. Damit kann ich jetzt also die Winkelfunktion verwenden. Ich muss mir jetzt bewusst werden, welche Seite welche ist von diesem Dreieck. Also gegeben haben wir einmal unseren Winkel. Des Weiteren haben wir unsere Seite gegenüber vom rechten Winkel, das ist F. Das ist ja dann unsere Hypotenuse. Die gegenüberliegende Seite vom Winkel ist immer die Gegenkathete. Also ist Fy die Gegenkathete. Und die Seite an dem Winkel, die aber nicht die Hypotenuse ist, das ist die Ankathete, also Fx. So, wenn ich jetzt beginnen möchte, Fx zu berechnen, dann muss ich mal schauen, was ich dafür brauche. Fx ist ja die Ankathete. Gegeben ist die Hypotenuse. Also, wenn ich dran denke, Gaga, Hummel, Hummel, AG, Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens. Wir haben jetzt die Ankathete und die Hypotenuse, also ist es der Cosinus. Also kann ich aufschreiben, Cosinus, ich nenne den Winkel jetzt wieder Alpha, ist Ankathete durch Hypotenuse. Meine Ankathete ist Fx. Wir passen das also jetzt auf die Aufgabe an. Und meine Hypotenuse ist die Kraft F. Fx möchte ich haben. Ich kann jetzt aber vorher schon mal die Werte einsetzen. Der Cosinus, den ich bilden muss, ist ja von 30 Grad. Ist gleich. Fx kenne ich nicht. Aber F kenne ich. Das sollte laut Aufgabenstellung hier oben 6000 Newton sein. Ich stelle die Gleichung um, indem ich jetzt mal 6000 Newton rechne. Und das ergibt dann Fx ist gleich Cosinus von 30 Grad mal 6000 Newton. So, und das tippe ich in meinen Taschenrechner und dann kommt heraus 5196,15 Newton. Schauen wir uns nun jetzt an, wie ich Fy berechne. Also Fy gleich Fragezeichen. Das ist ja diese Kraft, die entspricht
bei unserem Dreieck der Gegenkathete. Und des Weiteren habe ich natürlich meine Kraft F, die Hypotenuse. Hier oben steht es ja noch. Gegenkathete durch Hypotenuse ist der Sinus. Also Sinus von Alpha ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Ich könnte natürlich jetzt auch mit der Ankathete rechnen, das ist unser berechnetes Fx, aber das lassen wir lieber sein, weil wenn ich mich hier verrechnet habe, dann nehme ich ja diesen Rechenfehler hier mit wieder rein und dann ist sowieso wieder alles falsch. Also machen wir es lieber mit dem Gegebenen. Und das Gegebene ist ja mein F. So, schreiben wir das jetzt mit unserem F auf. Das heißt, dieses daraus folgt Pfeil, daraus folgt also Sinus Alpha, die Gegenkathete ist Fy und die Hypotenuse ist unser F. Nun setzen wir unsere Zahlenwerte an, das heißt, daraus folgt dann Sinus von 30 Grad ist gleich Fy ist zu berechnen und unser F waren 6000 Newton. Ich will Fy haben, da ich Fy geteilt durch 6000 Newton hier stehen habe, ist das entgegengesetzte von geteilt mal, also muss ich die Gleichung mal 6000 Newton rechnen. Das ergibt dann Fy ist gleich Sinus von 30 Grad mal 6000 Newton. Ja, das gebe ich jetzt hier in den Taschenrechner ein. Und der Sinus von 30 Grad mal 6000 Newton ergibt dann 3000 Newton. Ich hätte natürlich alternativ, nachdem ich jetzt hier schon Fx berechnet habe, auch den Satz von Pythagoras verwenden können. Schauen wir uns nun die letzte Aufgabe der drei Aufgaben an. Der hier abgebildete Konus, auch Kegel genannt, soll gedreht werden. Berechnet den Einstellwinkel. Ja, nochmal ein kurzer Hinweis. Der Einstellwinkel entspricht dem Winkel, um den du den Werkstückschlitten verstellen musst. Hoppsa, hast du es gemerkt? Da hat sich ein Fehler eingeschlichen beim Hinweis. Und zwar hier. Das heißt nicht Werkstückschlitten, sondern Werkzeugschlitten. Es tut mir leid, dass ich das nicht rechtzeitig gesehen habe. Ja, der Hinweis heißt also, der Einstellwinkel entspricht dem Winkel, um den du den Werkzeugschlitten verstellen musst. Meine Welle, die ich hier habe, ist in Rot dargestellt. Das heißt, diesen Konus hier will ich fertigen. Wenn ich jetzt hier diese Linie weiter verlängere, ich habe sie in Lila gemacht, dann sieht man schön, dass man wirklich einen Kegel hat und diesen Winkel des Kegels, den nennt man Alpha. Wenn ich jetzt nur die Hälfte des Winkels nehme, dieses kleine Stückchen hier, dann ist das Alpha halbe. Und das entspricht meinem Einstellwinkel. Und zwar, wenn ich jetzt hier meinen Werkzeugschlitten habe mit dem Drehmeißel, der verfährt dann ja hier, dann muss der grundsätzlich um diesen Winkel, das diesem entspricht, Alpha halbe, entsprechend eingestellt sein. Da ich jetzt hier jeweils zwei parallele Linien habe, gilt automatisch, dass dieser Winkel, der hier vorkommt, derselbe ist wie hier. Und zwar auch der ist dann der Einstellwinkel Alpha halbe. So, und den nutzen wir jetzt, um das Dreieck zu berechnen. Das heißt, ich zeichne das mal in blau nach. Wir haben also jetzt hier dieses Dreieck. So, und da wollen wir jetzt Alpha halbe rausberechnen. Wir haben bereits hier den 90 Grad Winkel eingetragen. Dies ist der Winkel, der gegeben ist, beziehungsweise nicht der gegeben ist, Entschuldigung, der gesucht ist, Alpha halbe. Den möchte ich rauskriegen. Ja, diese Länge kenne ich nicht, aber ich kenne diese Länge. Und zwar die Länge, die steht hier oben,
ist 80. Diese Länge ist die Seite, die am gesuchten Winkel liegt, aber nicht gegenüber vom rechten Winkel ist, also nicht die Hypotenuse ist, weil das ist die Hypotenuse. Sie liegt gegenüber vom rechten Winkel und ist die längste Seite. Da sie aber an dem Winkel auch dran liegt, ist das die Ankathete. Gegenüber von dem Winkel, dieses Stückchen, ist die Gegenkathete. So, und jetzt können wir loslegen. Wir wollen also den Winkel berechnen. Das bedeutet also, ich habe die Gegenkathete und die Ankathete. Wir erinnern uns nochmal, Gaga, Bruchstrich, Hummel, Hummel, AG. Das erste ist, wie auf dem Taschenrechner abgebildet, der Sinus, dann der Cosinus, dann kommt der Tangens. Wir haben Gegenkathete und Ankathete, also brauche ich den Tangens. Das heißt, der Tangens von unserem Winkel ist jetzt natürlich nur die Hälfte von dem eigentlichen Winkel des Kegels, also Alpha halbe, ist gleich Gegenkathete geteilt durch Ankathete. Ich setze meine Werte jetzt schon ein, wenn ich möchte, aber ich will erst nochmal erklären, wie man auf die Gegenkathete kommt. Dieses Stückchen hier brauchen wir. So, in dieses Stückchen hier, diese Gegenkathete, ich schreibe es mal neu auf. Tangens von Alpha halbe ist, wenn ich den großen Durchmesser nehme, die 40 und davon den kleinen Durchmesser, hier, man nennt es ja auch Kegelstumpf, abziehe, klein d, den kleinen Durchmesser abziehe, dann habe ich ja dieses Stückchen und das Stückchen. Ich will aber nur die eines von den beiden Stückchen haben, also muss ich das nochmal durch 2 teilen. So, und im Nenner habe ich dann meine Ankathete wieder. Die kann ich gleich einsetzen. Ich schreibe es aber jetzt nochmal mit AK auf. So, und das ergibt jetzt folgende Rechnung. Der große Durchmesser waren die 40 mm. Der kleine Durchmesser waren die 10 mm. Und das wird durch 2 geteilt. Und im Nenner habe ich hier die Ankathete, die dem Maß 80 entspricht, der Länge meines Kegels, Stumpfes. Also schreibe ich hier die 80 mm hin. Ich rechne jetzt aus. Das kann ich immer noch weiterrechnen. Tangens von Alpha halbe ist also 40 minus 10 sind 30 mm. Das muss durch 2 geteilt werden und im Nenner stehen noch die 80 mm. Ja, 30 mm durch 2 sind 15 mm. Durch 80 mm. Ich kann jetzt hier schön die Millimeter gegen Millimeter kürzen. Dann bleibt 15 Achtzigstel. Aber auch da kann ich nochmal kürzen. Und zwar durch 5. 15 geteilt durch 5 ist 3. Und 80 geteilt durch 5 ist 16. Also 3 Sechzehntel kommt da raus. Ich hätte das auch in den Taschenrechner tippen können. Der hätte mir dann auch gesagt, dass das 3 Sechzehntel ist. So, und jetzt will ich aber den Winkel haben. Das heißt, Alpha halbe. So, und jetzt muss ich sozusagen den Arcus Tangens, nennt man das, anwenden, um an den Tangens ranzukommen. Das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber mathematisch ist das sauber und richtig dann geschrieben. Der Arcus Tangens von Tangens Alpha halbe bilde ich. So, und jetzt setze ich den Wert, den ich für Tangens Alpha halbe eben rausgekriegt habe, ein. Das ist dann der Arcus Tangens von Tangens Alpha halbe waren ja 3 Sechzehntel.
3/16. Um nun das Ergebnis zu berechnen, tippen wir in den Taschenrechner die Taste Tangens hoch minus 1 und 3/16. Aber man tippt es nur. Schreiben tut man so, wie es hier steht. Und wichtig ist, dass bei euch auf dem Display ein kleines D oder bei älteren Taschenrechnern steht ein DEG drin, weil man Winkel nämlich auch in andere Arten als in Grad darstellen kann, zum Beispiel in Bogenmaß oder in englischen Grad. Wir wollen aber ja einen Winkel in Grad haben, deswegen müssen das DEG oder D für Degree einstellen. So, und wenn ich jetzt Tangens hoch minus 1 von 3/16 tippe, ich betone, das tippe ich nur, das schreibe ich nicht, dann kommt heraus, Alpha halbe ist gleich 10,62 Grad. Ich habe es jetzt aufgerundet, war eigentlich also 10,61965, habe ich auf 10,62 Grad gerundet. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren, wie schon gesagt, 3 Aufgaben, deswegen ist das Video ein bisschen länger geworden. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video bitte und lasst mir doch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.